peinlichsten privaten Videos von mir. Eine Ära des Relaxes. Okay, entspann dich, Digga. Nach 24 Stunden bist du teilweise über 200 Views. Es ist exakt ein Monat her, seitdem wir den letzten Teil gedreht haben. Ihr wolltet Teil 3, deshalb kriegt ihr heute Teil 3. Los geht's! Was geht, meine lieben Freunde? Hier ist euer Relaxus und heute gibt es ja den versprochenen dritten Teil der privaten, peinlichen Videos von mir. Und erst einmal der Grund, warum keine Videos in der Zeit jetzt gekommen sind, eigentlich, wo ich gesagt habe, dass täglich Videos kommen und jetzt sind keine gekommen. Der Grund dafür ist, ich habe eine Allergie gegen Hausstaub oder allgemein gegen Staub. Also überall, wo Staub ist, reagiere ich allergisch drauf. Und zwar in folgender Form. Meine Atemwege werden immer enger, also immer später, irgendwann kriege ich keine Luft mehr. Ich muss dauernd niesen, meine Augen fangen an zu jucken und schwellen auch irgendwann an, dann werden sie knallrot und ich sehe irgendwann dann auch nichts mehr. Das sind nur so verschwommen so. Das war heute zum Beispiel der Fall, und heute Morgen war es extrem. Und wenn ich krank bin oder so eine Allergie habe, will ich mich halt nicht vor der Kamera zeigen. Aber ich habe mir jetzt ein Herz gefasst, ich habe diese Allergie zwar immer noch, oder diese allergische Reaktion, aber ich habe mir ein Herz gefasst und habe mir gedacht, scheiß drauf, mach einfach ein Video. Das soll eine Nebensache sein. Das Video ist das eigentliche, der Inhalt des Videos ist das eigentliche und nicht eine Allergie oder so. Die soll mir Gesicht davon abhalten, Videos zu machen. Und deswegen gibt es heute den dritten Teil der privaten, peinlichen Videos von mir. Zunächst einmal, wenn ihr einen vierten Teil haben wollt, dann lasst einen Daumen nach oben, denn bei 15 Daumen nach oben mache ich einen vierten Teil. Und ja, beim letzten Mal solltet ihr ja 20 Daumen erreichen. Genau diese Zahl habt ihr geschafft. Das war früher in der Anfangsphase hier auf dem Kanal unmöglich. Also das schien unmöglich zu sein. Es ist anscheinend jetzt wieder möglich. Und es ist möglich, diese Zahl zu erreichen. Dann würde ich sagen, let's go. Und ja, dann schauen wir uns mal meine peinliche Vergangenheit an. So, dann fangen wir auch mit einem Video an, das ich heute gefunden habe. Und zwar gab es vor meiner YouTube-Zeit eine Phase, mit Viva Video, einer Bearbeitungs-App für Videos, Bilder und sonst was, habe ich ein bisschen so experimentiert. Und ich fand das eigentlich ziemlich lustig immer, nur im Nachhinein ist mir aufgefallen, die Videos haben eine sehr schlechte Qualität oder werden durch das Bearbeiten schlechter, als man sie halt eben original aufgenommen hat. Aber es gab für mich eine Phase, wo ich mit Viva Video so ein bisschen rumexperimentiert habe, habe da ein bisschen gearbeitet so damit. Mit der App habe ich, glaube ich, auch meine ersten Videos gemacht. Bin aber immer noch PowerDirector gestoßen und PowerDirector finde ich um Längen besser als Viva Video. Aber hier mal ein kleiner Einblick in meine Viva Video Phase. Ist das? Das war extrem gruselig. Das möchte ich auf jeden Fall nicht doch mal sehen in meinem Leben. Das war creepy. Nie wieder sehen in meinem Leben. Oh gut, einmal geht noch. Die Scheiße hier. Aber es geht noch weiter, es geht noch weiter. Hier kommt das nächste Video. Den Schluss fand ich geil. Mega. Als wäre das irgendwie so geplant gewesen, dass ich genau dieses mache am Schluss. Also sehen. Ich erinnere mich sogar noch an. Das gedreht habe eben. Ich weiß noch, ich habe damals dieses Video gemacht und irgendwelche Sounds gemacht. Und dann. Das war einfach nur random. Aber im Video sieht es aus, als wäre das geplant gewesen. Aber ich habe es wirklich random gemacht, dieses. Ich bin dein Schlimmster, Albtraum. Er ist mein schlimmster Albtraum. So,
dann habe ich hier noch ein Video, das ist das letzte Video für dieses Video. So, dann habe ich hier noch ein Video gefunden und das war auch noch vor meiner YouTube-Zeit, also kurz vor meiner YouTube-Zeit, so als Vorbereitung wieder, sage ich mal. Und ja, es geht um ein Skill-Video, wo eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Bitteschön. Schaut euch an. Nun, damit herzlich willkommen zu einem Skill-Video. Merida werde ich möglicherweise morgen an Weihnachten machen. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch neue Figuren bekommen. Auf die werde ich öffnen. Freue ich mich schon richtig. Ja, ich mache dieses Skin-Video heute mit Phineas. Der muss ordentlich geskillt werden, weil der ist jetzt auf Level 5. Das habe ich schon mal gesagt. Und ja, er steht schon auf meiner Base, er ist auch schon im Bildschirm zu sehen. Und los geht's. Meine Aufnahmetaktik damals war extrem interessant. Ich habe mich vor mir, den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber vor mir ist so ein Glastisch. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und auf diesem Glastisch habe ich mich gesetzt und habe dann immer die Kamera so auf dem Schoß gehalten und habe das dann einfach gefilmt. Und so habe ich dann meine ersten 5 Videos gedreht. Meine ersten 3, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Und das war extrem schlecht. Es war extrem schlecht. Die Kamera war wirklich nur hier. Ich habe das nicht richtig gesehen und ich habe dann immer geguckt, dass ich nicht so arg wackeln mit der Kamera, weil sonst wackelt ja das ganze Bild und dann ist das ganze Mikro futsch und dann sieht auch keine Hand oder so. Und auf jeden Fall, die Taktik damals war so. So schlecht, also das glaubt ihr nicht. Ich bin froh, dass ich heutzutage anders aufnehme und dass ich jetzt auch ein neues Konzept habe und auf jeden Fall. Ja, das waren auf jeden Fall merkwürdige Zeiten. Aber ich würde sagen, Freunde, das war's gewesen für dieses Video. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr immer noch so aktiv am Start seid. Wir haben zwar erst nur einen Abonnent verloren. Ich hoffe, dass wir das wieder aufholen können. Denn ab jetzt werde ich täglichen Videocontent bringen und ihr könnt euch schon mal auf morgen freuen, denn da gibt es dann wieder ein neues Video, also ein neues Video morgen am Start und dann sehen wir uns.